Erklären Sie die Klausel CFR, Cost and Freight, und das ist eine Klausel für den See- und Binnenschiffstransport. Ja, See bedeutet, geht auf Meer, aufs Meer raus, und Binnenschifffahrt ist innerhalb der Flüsse. Ja? Eine See- und Binnenschiffstransportklausel ist das. CFR, und bedeutet Cost and Freight. Also Kosten und Fracht. Aber was? Ja, was heißt denn das jetzt, Kosten und Fracht? Nun, stellen wir uns mal vor, hier ist der Verschiffungshafen. Das hier ist der Verschiffungshafen. Hier dazwischen ist das große, weite Meer. Und hier ist der Zielhafen. Ja, da soll die Ware hin. Und der Transport findet statt über ein Schiff. Ja. Wahrscheinlich kein Segelschiff, aber nehmen Sie das bitte symbolisch. Der Verschiffungshafen und der Zielhafen. So, und jetzt bedeutet Cost und Freight, dass der Verkäufer die Kosten bis hier übernimmt, bis zum Zielhafen. Verkäufer übernimmt Kosten bis zum Zielhafen. Der bezahlt also die Verschiffung im Verschiffungshafen. Der bezahlt auch den Transport bis zum Verschiffungshafen, bezahlt dann, dass die Ware auf das Schiff draufgeladen wird und bezahlt, dass die Ware auf dem Schiff hier über See fährt bis zum Zielhafen. Das bezahlt alles der Verkäufer. Aber, der Risikoübergang ist bereits hier. Risikoübergang. Das Risiko, dass das Schiff hier zum Beispiel untergeht, trägt der Käufer ab hier. Ja, Risikoübergang auf Käufer im Verschiffungshafen. Ja. Wenn es jetzt darum geht, die Ware hier abzufertigen, das übernimmt der Käufer auch. Ja, wenn ich sage Kosten bis zum Zielhafen, dann übernimmt der Verkäufer die Ausfuhrabfertigung und der Käufer übernimmt die Einfuhrabfertigung. Aber dass die Ware hier auf dem Schiff bis hierhin tuckert, ja, das übernimmt der Verkäufer. Wir haben es also zu tun bei Cost and Freight mit einer sogenannten Zwei-Punkt-Klausel. Eine Zwei-Punkt-Klausel. Und das bedeutet, Kosten und Risiken gehen an zwei unterschiedlichen Punkten über. Die C von der Gruppe C, ja, aus dem anderen Video wissen Sie, dass es vier Gruppen gibt für die Incoterms. Also nur bei den C-Incoterms, bei der C-Gruppe gibt es Zwei-Punkt-Klauseln. Ja, alle anderen sind Ein-Punkt-Klauseln. Kosten und Risiko geht genau an der gleichen Stelle über. Hier sind es zwei unterschiedliche Punkte. Der Risikoübergang vom Verkäufer auf den Käufer ist hier. Ist der eine Punkt. Und der Kostenübergang vom Verkäufer auf den Käufer ist hier. Ja, bis zur Einfuhrabfertigung übernimmt der Verkäufer alle Kosten. Das sind genau diese zwei Punkte. Deswegen heißt das Ding Zwei-Punkt-Klausel.
Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.